Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 5. herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Und wir sind jetzt ja in dieser komischen, ja, auf dem Schlachtfeld gelandet, wie auch immer das passiert sein könnte. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mir erlaubt, schon mal eben neue Stiefel anzuziehen und mir eine Knarre auszurichten. So, und jetzt siehst du da vorne auch schon, dass da Stiefel von mir und eine Handfeuerwaffe. Und die fragen die einen jetzt, WTF, wie kommt das da hin? Ich habe keine Ahnung. Und nochmal so eine kleine persönliche Randbemerkung. Viele sagen ja auch mal, diese Fails, die ich auch mal in den Spielen drin habe, wenn ich hier wirklich was, wenn das was verkacke, dann schneid das doch raus, dann sieht das besser aus. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, wir alle spielen nicht durch, ohne dass da mal irgendwie, ja, Scheiße bei rauskommt, ja? Muss man einfach mal so sagen. Warum soll ich das rausschneiden? Ihr könnt das ruhig sehen, dass ich hier mal was verkacke. Ich finde es nicht schlimm. Ja? Aber kommentiert mir das ruhig mal, sagt mir, wie ihr das seht. Bin gespannt, weil ich finde, das ist authentischer, wenn man es drin lässt, weil wir alle kennen es irgendwoher. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollen uns hier durchkämpfen. Und ich bin ganz ehrlich, oh Gott, ich werde das Ding so vermasseln. Aber wir versuchen es mal, ja? Was zum? Ja, genau, was zum? Kann ich einfach durchlatschen oder gehe ich drauf? Wozu? OMG, ey. Ich mach mir leicht eine Hose. Boah. Rennen die einfach so durch mich durch? Passiert nichts? Ah. Ich hab Schiss. Blumen. Wähle mit und drücke aus, um auszurüsten. Okay. Blutbeutel. Ausrüsten? Alles gemacht. Also die Kugeln erwischen mich auch, wa? Ist das richtig? Wow, Alter. Was läuft denn hier falsch? Okay, ich versuch's einfach mal. Lang? Da lang? Da lang? Ich weiß es nicht, oh Gott! Ich gehe hier lang, ist mir egal. Hier liegen Fische. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier denn hingeraten? Aua! Das war ein Diddle. Ach du Scheiße, ey. Wow. Freunde, ich sag nur wow. Wow, wow und nochmal wow. Weil wow, ja, geht's gar nicht. Heiliges. Trinkt man Energy Drink? Neuer Blutbeutel ausgerüstet. Jetzt geht schon mal von alleine. Schon mal schön. Bibi ist nicht gut drauf. Der findet das hier blöd, ich auch. Wo muss ich hin?
wow, wow. Hast du das Gefühl, am Ende Kettenfahrzeug? Scannen wir mal durch, ob ich ihn sehe. Blutbeutel, der ist bestimmt wichtig. Aua. Aua. Was läuft denn hier falsch? Wo muss ich denn hier hin? OMG. Ich denke mal, am Ende der Reise wird das hier ganz interessant werden. Ich glaube. Ist gut, Bibi. Richtig ab! Er ist genauso aufgeregt wie ich. Den nehmen wir mit. Bibi hat sich wieder beruhigt. Die haben sich auch alle beruhigt, weil die gammeln so vor sich hin. So, und ich glaube, jetzt wird es gleich interessant. Ja. Heilige Waldfee, was läuft denn hier falsch? Ja, so cool ich auch gerade. Ein Augenlid so am Zittern. Komm, geh einfach weg. Ich bin's doch, dein Kumpel. Okay. Krass. Der braucht nicht zur Tank und sich Kippen kaufen. Mal da so. Ich hab da gerade ein ganz mieses Gefühl. Ja, Alter, das ist aber die pure Verschwendung jetzt, ne? Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Mayday? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade etwas nervös. Denk nach. Wo bin ich? Ja, das haben wir auch gerade gefragt, wo ich bin. Mit, wa? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich nehme es einfach als. Ich nehme einfach alles mit. Ist mir egal. Oh, ich mache hier gerade voll ins Hemd. Sorry dafür, aber ich bin ein kleines bisschen nervös. Ich erinnere mich nicht. Nein, ich mich auch nicht. Was?
Aha. Das funktioniert schon mal. Komm da raus. So verkacken, ey. Was? Komm doch. Ei. Ich bin leicht auf Spannung. Geringfügig. Wundert euch also bitte nicht, weil ich mache mir leicht ins Hemd. Der zeigt hinter mir, ne? Wo bin ich? Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, dass ich mir gerade sich so zu Müll. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache mir gerade echt mächtig in der Box. Ich denke mal, wir müssen dem Dings nach, ne? Es geht wieder los. Wo bin ich? Kann ich nicht essen. Kein Mamfi. Beutel leer. Ausgerüstet. Oh, das wird aber noch interessant, wa? Ist ja gar nicht spannend, ne? Oder? Wir brauchen Verstärkung. Ihr braucht keine Verstärkung. Bitte nicht. Muss ich jetzt? Oh Gott. So, jetzt muss ich mal gucken. Sturmgewehr ist ausgerüstet, ne? Ich werde mein Gewicht nicht reduzieren, ist mir egal. Baby.
zeigt immer dahin. Muss ich jetzt immer dem Udrakon hinterher? Weil ich hab ich. Oh Gott, ey. Oh. Mein Gott. Da. Da blubbert's. Alter Finne. Mal essen. Mehr habe ich nicht. Komm her. Ob ich also die Pampe durchlaufen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich muss diese Blutbeutel definitiv mitnehmen. Also denke mal. Schrufeln, da habe ich. Lass jetzt einfach mal liegen. Ich habe das in die Hose. Was ist los? Brauche ich nicht. Denk nach. Oh, der reicht mir den Blutbeutel, du. Eieiei. Mein Gott. So, hier habe ich jetzt, glaube ich, gerade geknallt, wenn ich es noch richtig weiß. Hinter mir zeigt er mal hin. Jetzt ist jetzt die Frage, muss ich da jetzt hin? Ich weiß es immer nicht so genau. Oder muss ich ja wirklich einfach so sinnlos rumstolpern? Ich weiß es nicht. Was ist los? Das sieht eigentlich über Blutbeuteln aus. 3-0. Dann können wir den mal ablegen, ne? Baby. Beutel. Beutel. Ablegen. Ablegen. Oha. Ja, okay. Baby. Also scheinbar muss ich tatsächlich. Den nehmen wir wieder mit. Die Motorwagen hat, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Nehmen wir nochmal mit. Oder auch nicht. Baby. Gehen wir da mal lang. Also da zeigt er hin, da gehe ich jetzt. Ich versuch's mal, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ist das richtig? Da. Richtig? Ja. Ja.
Wow! So, ich würde jetzt gerne mal die Schrotflinte ausprobieren. Sturmgewehr, 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 Schrotflinte. Zeigt da hin, er zeigt da lang. Wow, hab ich mir erschraubt. Wenn ich jetzt hier... Kann ich den Kryptonit essen? Nee, kann ich nicht. Okay. Jetzt zeigt er dahin. Finde dich, Mister. Das Gefühl schickt mich hier kreuz und quer, ne? Nein, war noch nicht Laschet verlangt. Ich will wissen. Ja, scheinbar richtig. Oh, Besuch. Zeig da hinten. Da. Braucht ihr nicht. Hier war ich doch schon, oder? Zeig da hin, da lang. Ich erinnere mich nicht. Nee, mich auch nicht. Zeig grad da oben, jetzt gehen wir hier lang. Mal gucken, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht. Oh, das ist nicht gut. Okay. Oh, Alter. Episode ungefähr. Finde den geheimnisvollen Mann. Habe ich gerade. Leicht verwirrt. Ich bin schon ruhig. Grüß dich. Nein, das ist meins. Lass es los. Geh weg. Thank you.
nichts sagen. Was? Ich glaube, ich wollte mit Bibi ausboxen. Kann das sein? Entkommen im Schlachtfeld. Wow, Alter, das war ja heavy, oder? Sag mal ehrlich. Das Schlachtfeld, mein lieber Herr Gesangsverein. Donnerwetter. Meisterfrachtträger. Ja. So. Kann bestimmt gleich nochmal irgendwie ein Filmchen oder irgendwas anderes. Erstmal kommt jetzt laden. Ja, Freunde, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass dieses Setting da einfach mal so reinzubringen und reinzuschmeißen in dieses Spiel, das ist schon genial, oder? Sagen wir mal ehrlich. Wer kann denn einfach mal in so ein Weltkriegssetting, in so einen, ich weiß nicht, postapokalyptischen, was weiß ich auch immer, einfach mal so reinfrickeln. Also ich finde es großartig. Und deswegen, ja, er lädt ja noch fleißig, würde ich mal sagen. Ich sag mal für diese Folge tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Oder? Ja, bist neugierig. Wirst du sehen, wie es weitergeht, ne? Okay, komm. Mit dem schwarzen Bild. So, dann sind wir wieder. Sam, hörst du mich? Ja, jetzt wieder. Ja. Alles in Ordnung? Nein. Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Was? Die chirale Dichte nahm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Was? Nein, das war... sehr viel länger. Allerdings. Circa 30 Minuten. Dieser Soldat, er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlt Stunden verbracht. War nur eine halbe. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Ich glaube auch. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Hm. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Ja, da sind wir wieder. E-Mail haben wir bekommen, Schlachtfeld haben wir hinter uns gelassen. Suche Mama in ihrem Labor. Sam, geh zu Mamas Labor. Stand doch da gerade. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Aha. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Ja, machen wir gleich. Aber das, meine lieben Freunde, was liegt denn hier? Ja. Das sammeln wir jetzt alles auf, weil ist alles meins. Weit. Wow. So, jetzt haben wir eine Menge aufgepackt. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Blutbeutel überhaupt sagen. Den kann ich eigentlich ablegen. Den brauche ich mir. Voll toll. Auch voll. Das ist gut. Den brauchen wir nicht essen. Jetzt will ich mal gucken, was meine Knarren so sagen. 30, 39. Also das ist ja definitiv... Guck mal, Schrohflinte ist leer. Dann brauche ich die ja nicht mehr rumtragen, oder? Haben wir noch etwas, was wir nicht mehr brauchen? Da haben wir noch ein bisschen Muni für, ist aber auch nicht mehr alle Welt. Was haben wir hier? Blutgranaten, auch immer gut. Normale Granaten, auch geil. Ex-Granaten, interessieren mich nicht. Haben wir alles. So, jetzt würde ich sagen,
sortieren wir nochmal eben ganz kurz unsere Fracht automatisch anordnen. Guck mal, das sieht schon ganz anders aus, ne? Das bestätigen wir. Die leeren Sachen lassen wir da liegen und wir müssen zu Mama. Mama. Mamas Labor. 431 Meter Distanz und genau das machen wir im nächsten Teil. So, deswegen sage ich danke, Freunde, fürs Zuschauen. Ich fand es mega spannend, auf dem Schlachtfeld rumzurallen, hätte ich schon was gesagt. Ist auch egal. Mal ein ganz anderes Setting auf einmal zu erleben. Das war großartig. Ja. Gut, Freunde, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mama, genau, wie war das? Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.